Hallo zusammen. Ich fasse mich kurz. Ich habe ein neues Objektiv gekauft und nach langer Suche hoffentlich das Richtige. Das neue Sigma 20mm 1.4 DGDN der A-Serie für Sony A-Mount, klar. Mein Fazit für dieses Schmuckstück kommt am Ende. Ich zeige euch anhand ein paar Bilder mit dem schönen Objektiv. Beim Teil der Aufnahme begleitet mich die GoPro Hero 10. Das werde ich aber immer mit einblenden. Viel Spaß bei diesem Video.
So, und kommen wir jetzt nun zu meinem Fazit. Wer ein lichtstarkes Objektiv benötigt, gerade für schwierige Lichtverhältnisse wie geschlossene Räume oder wie bei der Altstadt im Video einfach mit geringem Abstand viele historisch interessante Objekte aufnehmen will, ohne große Verzerrung und schön scharf, so finde ich das Sigma 20mm einfach unglaublich gut. Die Bauart und das Gewicht gegenüber der alten Sigma 20mm hat sich deutlich reduziert. Mein persönliches Highlight ist natürlich, dass ich meinen ND-Filter noch mitbenutzen kann, da die Wölbung bzw. die Bauart die Filter zulässt. Für Landschaft und Architektur ist es ideal. Wohlgemerkt meine persönliche Meinung. Ich hätte euch gerne noch mehr gezeigt, aber aktuell das Wetter macht nicht mit und die Mondphase auch nicht. Somit zeige ich euch im nächsten Video das lichtstarke Sigma und was es alles kann als Astrolinse. Falls ihr das nicht verpassen wollt, so könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao.